Hallo Leute und willkommen zu einem mal wieder etwas anderen Video. Ich muss das jetzt hier mal aufmachen, das seht ihr das da so schön tausendfach, aber ja. Ich habe diesen Platz hier ausgesucht. Laptop, also so, ja, ich meine nicht Laptop, sondern vor dem Bildschirm. Das passt so. Und ich würde sagen, wir unboxen mal wieder was. Haben wir lange nicht getan. Heute ist der 7. September, 17 Uhr 8. Und vor nicht allzu langer Zeit ist hier sowas mit der Post angekommen. Also es war heute. Guck mal, da seht ihr mich da. Nee, hier. Da. Aber da auch. und ich dachte mir so, ich unboxe das einfach mal. Da kann man zwar nicht viel unboxen, nicht viel zeigen, aber dennoch ein bisschen was. Ich hoffe, die Kamera ist jetzt hoch genug eingestellt, sodass ich das alles zeigen kann und man das auch sieht. Und ich hau's jetzt einfach mal runter. Das hier ist Dead Silence von Billy Talent, das neue Album, was seit heute draußen ist. Um mal vorzulesen. Oh, man sieht mich. Guck mal, da bin ich. Da. Also da so. Ne, hier. Da. Ah ja, genau hier. Ja, da. Wie man es hier so schön lesen kann. Lied Nummer 1, Lonely Road to Absolution, von dem ich heute den ganzen Tag einen Ohrwurm hatte. Zweites, Viking Death March. Drittes, Surprise, Surprise, Running Across the Tracks. Love Was Still Around, Stand Up and Run. Crooked Minds, Man Alive, Hanging by a Thread. Cure for the Enemy, Don't Count on the Wicked. Show Me the Way. Swallowed Up by the Ocean und Dead Silence. Falls ich irgendwas falsch ausgesprochen habe, tut's mir leid. Eine Sache noch, und zwar mir gefallen, also ja, man konnte sich die Lieder schon anhören vorher. Und am meisten, also ich habe bisher nur die ersten vier Lieder, nee, die ersten fünf Lieder gehört, dann noch Cure for the Enemy und Dead Silence. In den Rest habe ich nur reingehört. Und von denen gefallen mir bisher am besten die ersten zwei und Cure for the Enemy und Dead Silence. Und Surprise, Surprise und Running Across. Ja, ich liebe alle, die ich bisher gehört habe, komplett. Und nun werde ich, also ich wollte hier warten, bis das hier da ist, denn ich wollte sie irgendwie original vom Album das erste Mal hören. Ich wollte das Album auch ursprünglich zugeschweißt lassen, also gar nicht öffnen und mir nur diese Lieder dort anhören, eventuell selbst aufnehmen oder so. Aber ich dachte mir dann ein bisschen zu schade drum, wäre es vielleicht doch. Komm, jetzt fixier mal den Scheiß hier. Komm, fixier. Da, ja, Billy Talent, Dead Silence. Ah, jetzt hast du es. Wunderbar. Oh. Schöne Scheiße. Was steht denn hier noch? 2012, bla, Warner Music Canada. Nochmal Billy Talent, Dead Silence. Dead Silence. Na, willst du es nicht? Willst du es nicht? Doch, willst du. Nein, willst du nicht. Gut, von unten und von oben nichts Besonderes. So, jetzt nehme ich mir mal diese Schere hier und cutte hier ganz vorsichtig rein und hoffe, dass ich nichts kaputt mache. Ich hoffe, das reicht jetzt schon, weil ich habe nicht ganz durchgestochen, wenn ich das nicht traue. Komm, ich möchte jetzt einmal. So. Jetzt ziehe ich das vorsichtig ab. Ich traue mich echt gar nicht wirklich, das zu öffnen. Aber okay, ich tue es jetzt halt. So, es ist getan, die Folie ist ab. Jetzt sieht es so aus, noch viel schöner. Kater, bitte hör auf zu kratzen. Und auch von hinten alles wunderschön. Man kann es jetzt, wie man hier sieht, aufklappen. Und drin sieht es dann erstmal so aus. Und jetzt muss ich ein bisschen weiter hinter gehen und... So, jetzt blendet das Licht. Jetzt könnte ich mir zum Beispiel hier durchgängig hinstellen, aber dann wäre hier ein Stück vom Bildschirm weg. Oder so hier. Nein, das meine ich. So, das ist es und sag mal, wo ist die CD? Ah ja, ich sehe schon. Ich habe mich jetzt gerade echt gewundert, wo ist überhaupt die CD? Jetzt haben wir hier links das Heftchen drin. Das ist vorne drauf. Finde ich verdammt geiles Bild. Ich verstehe es zwar noch nicht ganz. Hier so Schädel mit so einem Gebäude, was mir gerade nichts sagt, auf dem Kopf und dann so eine Schlange. Hier sind höchstwahrscheinlich die Songtexte drin, kann ich mir zumindest gut vorstellen.
The sun is born a brand new. Ja, Viking Deathmatch. Licht. Kater, hör auf, an der Tür zu kratzen. Ich lass dich jetzt nicht rein. So, und dann hier hinten noch so ein bisschen Special Thanks to und so weiter. Und dann hier hinten nochmal, um Werbung zu machen. Warner Music Canada. So, das kommt jetzt übrigens wieder hier rein. Da. Ja. Nein, komm schon. Komm, ja. Nein. Ja, also ja. Und hier auf der anderen Seite haben wir auch was drin. Und zwar Billy Talent Dead Schickes Ding. Oh, vor allem, weil hellblau meine Lieblingsfarbe ist. Und im Kontrast zu schwarz sieht das echt geil aus. So, das hier ist es also. Dead Silence 12,80 € auf Amazon. Ich pack das jetzt gleich mal in mein Laufwerk, wo übrigens gerade etwas Ähnliches ist, und zwar Watoosh von Pets, also Billy Talent früher sozusagen. Geiles Album, finde ich. Ich musste mich erst ein bisschen dran gewöhnen, aber war auch ziemlich geil. Oh, jetzt fängt das hier an. Nee, mach mal nicht, du. Mach stopp, hey. Hey, mach mal stopp hier. Psch. Nein, Pause. So. Jetzt kannst du das brennen und gut, das war's dann meinerseits und ciao.